Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich ganz herzlich zu deinem Engelorakel des Tages für Donnerstag, den 3. September 2020. Wir haben einen großartigen Monat vor uns, auch wenn viel Verwirrung noch da ist, sind wir begleitet durch Erzengel Michael. Das hat das Channeling ergeben. Einfach nochmal reinschauen. Durchaus öfter mal anhören, das Channeling, was Michael so zu sagen hatte, damit du seine Kraft und Energie auch vollumfänglich spüren kannst. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem Tagesorakel. Wie immer bin natürlich auch ich neugierig, was die Engel uns heute über die Karten zu sagen haben. Ja, die Karten sind eine Brücke in die geistige Welt und über die Bilder der Karten kommunizieren die Engel mit uns. Übrigens gibt es beide Kartendecks in meinem Shop zu kaufen, also ihr könnt euch das Menomont der goldenen Zeit und auch das Kraft der Engelorakel natürlich sehr gerne nach Hause holen. Sehr schöne Konstellation, die wir heute hier haben, die ich euch jetzt sofort natürlich präsentieren möchte. So, wir haben die Sense allerdings mit der Spitze nach außen, das macht hier also gar nichts gerade großartig aus. Die Sense mit der Sonne. Das heißt, heute ist ein guter Tag der Ernte. Heute erwartet uns ein Glücksmoment. Dieser Glücksmoment führt zu mehr Fülle oder zu mehr Lebensfülle. Eigentlich sind die Fische die Karte des Geldes, aber global gesehen und in diesem Zusammenhang, wie ich sie hier liegen habe, sehe ich eine andere Form der Fülle, ein Erfülltsein. Sicherlich hast du heute auch gute Chancen, was das Finanzielle angeht, dass da etwas reinkommt, dass ein Glück in die Finanzen reinkommt. Ja, aber darum soll es nicht in erster Linie gehen, sondern es geht um das Erfülltsein und um die Fülle an sich. Und Fülle hat so viele Gesichter und so viele Farben. Und damit ist heute ein wunderschöner Tag und eine entsprechend wunderschöne Tagesenergie. Die Engel der Liebe begleiten uns heute, sagt das Kraft der Engelorakel mit der ersten Karte. Diese Karte drückt aus, dass es Verbesserungen im Bereich des Liebeslebens gibt. Das Liebesleben bezieht sich natürlich auf alle unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, insbesondere auf die partnerschaftliche Liebe. Klar, aber auf jeden Fall sind die Engel der Liebe heute da, um uns in dem Bereich, im Herzbereich zu unterstützen. Mit der Sonne und Mutter Natur natürlich eine hervorragende Zusammenstellung oder eine hervorragende Verbindung, die diese beiden Karten hier beinhalten, wie du sehen kannst. Also du kannst heute sehr viel Wärme tanken, sehr viel Kraft und Energie tanken, wenn du dich ein bisschen rausbegibst in die freie Natur. Sollte die Sonne tatsächlich bei dir heute nicht scheinen, macht das überhaupt nichts. Die Energie der Sonne ist natürlich trotzdem vorhanden, die ist trotzdem da und du kannst die Sonne, die Kraft und das Licht in dir aufnehmen. Das solltest du tun. Nimm dir vielleicht ein gutes Buch mit, das passt mir hier auch sehr gut mit dem Studium zusammen. Beginn mal wieder, dich ein bisschen zu belesen mit interessanten, spannenden Themen, lehrreichen Themen, vielleicht auch spirituellen Themen. Und da kannst du dir natürlich auch ein gutes Buch mitnehmen, ein gutes spirituelles Buch. Im Moment empfehle ich von mir Auf dem Weg ins goldene Zeitalter. Guck mal, bei Amazon oder überall, wo es Bücher gibt, kannst du dieses Buch bekommen. Einfach mal reinschauen, Udo Golfmann, Auf dem Weg ins goldene Zeitalter und du hast eine gute Literatur, die dich durch die aktuelle Zeitlage ins goldene Zeitalter hineinführen wird. Und jetzt wollen wir, wie jeden Morgen natürlich, miteinander beten. Jetzt kommt das, was ich jeden Morgen und jeden Abend immer ganz besonders genieße. Es ist so wunderschön, mit euch gemeinsam mich mit Gott, mit den Engeln und allen den lichten Wesen zu verbinden und zu beten. Und heute schicken uns die Gebete wieder Erzengel Raphael und Erzengel Michael. Und du kennst das ja schon. Dreimal Amen 777 in die Kommentare. Dreimal Amen einfach deshalb, weil dreimal göttlich ist. Deshalb dreimal. Und die 777 ist die göttliche Zahl. Erzengel Raphael sagt heute größere Energie. Passt sehr gut mit dem Reading zusammen. Wir hatten ja die Verbindung aus Mutter Natur und Sonne drin liegen, wenn du dich erinnern möchtest an die Legung gerade. Und das zeigt, dass es heute ganz wichtig ist, dass wir unsere Batterien aufladen, unsere Akkus aufladen, um zu größerer und mehr Energie und Lebensfreude und Lebenskraft zu kommen. Und dafür wollen wir das erste Gebet sprechen. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, danke, dass ihr mich mit grenzenloser Energie und göttlicher Liebe und Frieden und göttlichem Licht erfüllt. Gib mir die Kraft und den Mut,
diese eure Energie, die Energie Gottes weiterzugeben, damit die ganze Erde göttliches Licht erfahren kann. Amen. Erzengel Michael schickt uns die Karte, löse dich von dieser Situation. Auch sehr schön im Zusammenhang. Die Energie hilft dir dann auch wieder, dich aus negativen Situationen zu befreien, alten Ballast loszuwerden, hinter dir durchzulassen. Und dafür ist heute auch eine besonders gute Energie. Lass uns auch dafür beten. Lieber Gott, lieber Erzengel Michael, ich bitte euch, dass Michael mit seinem Flammenschwert jegliche Anhaftung an Angst, Drama durchtrennt, von mir und von der ganzen Welt, damit ich Ruhe und Frieden finde in dem Wissen, dass in meinem Inneren, in allen Situationen meines Lebens, Frieden herrscht. Amen. In diesem Sinne wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Weg bewachen und führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe bis morgen, bis heute Abend wieder zum gemeinsamen Gebet. Udo Golfmann. Tschüss.